In diesem Video werde ich nicht 5, nicht 10, auch nicht 20, sondern ganze 50 Cartoon-Charaktere kommentieren. Was halte ich von 50 verschiedenen Kinderserien-Charakteren? Das finden wir jetzt heraus. Viel Spaß! Masopilami ist der Charakter, den jeder vom Aussehen erkennt, jedoch ab und zu vergisst und das auch so stark, dass man nicht weiß, wie man ihn schreibt. Das ist wahrscheinlich der dümmste Charakter, den es jemals gab. Wobei, so dumm ist er ja gar nicht. Also er hat ja schon einige Momente, wo er ziemlich schlau ist und auch schlaue Dinge von sich gibt. Der Junge kam aus der kranksten Friendzone raus, die es nun gab. Und dabei dachte ich, dass Ron eigentlich der Anwärter davon ist. Aber nein, Freddy hat es auf jeden Fall schwerer gehabt. Das ist echt funny, dass der Typ, der faulig im Namen hat und jeden Tag in Lazytown dafür sorgt, dass alle faul sein sollen, der aktivste ist. Boah, die hätte ich nicht gerne als Lehrerin in meiner Schule gehabt. Die Schulzeit war ja schon schlimm genug, ey. Die musste jetzt nicht noch sein. Ich habe keine Ahnung, wie man mit so einem Charakter den Job als Babysitterin so lange haben konnte. Big F von Gilfy, der nicht nur als einziger Elf keine Fähigkeiten besitzt, sondern auch einen sehr weirden Namen hat. Warum genau Gilfy? Erstmal ganz im Ernst, hat der Typ jemals was anderes gegessen als dieses Erdbeermarmeladenbrot mit Honig? Ich glaube nicht. Ist das nicht so ungesund? Karkheucher, der Typ, der nicht nur Jazzballaden, sondern auch Lamas und vor allem Jimmys Mom liebt. Damals habe ich mir so sehr gewünscht, mich ebenfalls in diese 10 Kreaturen verwandeln zu können, doch das hat leider nie geklappt. Aber ich gebe die Hoffnung nicht auf. Sie ist der Grund, warum Cosmonwanda schlecht geworden ist. Dieser verschimmelte Brotklotz läuft einfach immer noch jeden Abend ab 21 Uhr im Fernsehen. Warum? Der hat mir damals als auch heute Angst eingejagt. Wem ging es genauso? Stephanie hat jahrelang nicht nur mit 2 Menschen, sondern auch mit 6 Puppen geredet. Ich glaube, ihr geht's gar nicht gut. Der Charakter als auch die Serie ist wirklich unfassbarer Müll. Alles daran ist einfach schrecklich. Ash Pikachu ist einfach das beste und tollste Pikachu, was es gibt. Ich liebe dieses Pikachu. Es hat einen unfassbar tollen und einzigartigen Charakter. Dieser Junge brachte nicht nur 2-mal sein Beyblade um, nein, er brachte mich auch zu Beyblade. Und ist dabei aber auch dafür verantwortlich, dass nicht nur ich, sondern alle damals dachten, dass Pegasus in Real Life genauso krass wie in der Serie wäre. Ich kenne keinen 4-Jährigen, der so nervig ist wie Caillou. Benjamin Blümchen ist ja schon ziemlich lange nirgendwo mehr aktiv gewesen. Die Serie gibt es ja auch gar nicht mehr. Wisst ihr auch warum? Der ist einfach seit neuestem bei Super Mario Bros. Wonder vertreten. Ich glaube, ich lebe in der Parallelwelt. Dieser Boy hat wirklich die allergrößte Popokarte gezogen, die es jemals gegeben hat. Ich meine, jeder seiner Familienmitglieder, außer er, bekommen Superkräfte. Selbst seine kleine Schwester. Selbst sein Hund. Da meint es wohl jemand nicht gut mit ihm. Dafür bekam er aber die absolut krankesten Kräfte eines Drachen. Und ey, ich sag's wie es ist. Immer wenn sich Flake in den American Dragon verwandelt hat, habe ich es auch einfach zu sehr gefühlt. Damals als Kind hat man Thaddeus unfassbar unsympathisch gefunden, aber als Erwachsener ist das komplett anders. Man versteht seine Gedankenwege und Hintergründe, warum er gewisse Dinge getan hat, und das ist sehr interessant. Respekt an ihn, dass er sich um so viele hunderte Schlümpfe kümmern kann. Vom Dschungeltier zum Piloten. Das muss man erstmal nachmachen. Man kann über den Weihnachtsmann kein schlechtes Wort verlieren. Ja gut, außer dass er ungewollt sehr viele Kinderherzen zerstört hat, weil es ihn nicht wirklich gibt, aber sonst alles easy. Keine Figur neben SpongeBob hat mich so sehr geprägt wie Ash, beziehungsweise allgemein das Pokémon-Universum. Auch wenn er sehr, 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 sehr viele Fehlentscheidungen getroffen hat, ist er dennoch ein Charakter, der uns mehrfach Entscheidendes gelehrt, zudem vieles richtig gemacht und vor allem unnormal viel erlebt hat, in seinen quasi jungen Jahren, ne? Stitch ist wie Ash Pikachu, einfach nur einzigartig. Klar, er hat so seine Macken, aber diese Macken, gepaart mit seinen wirklich liebevollen Eigenschaften, machen ihn zu einem wundervollen Charakter. Sein Leben besteht aus nur einem Wort. Ultralord. Ferb hat zwar nicht so viel gesagt, aber immer wenn er was gesagt hat, war es öfter ultradieb bzw. philosophisch und es war wahr. Yugi, du Lügner! Immer wenn ich an das Herz der Karten geglaubt habe, habe ich nur Bullshit bekommen. Einen noch krasseren Fußfetisch als Mord kann man nicht haben. Also wenn das nicht der Meister aller Pranks bzw. der Sensei von Leon Marcher höchstpersönlich ist, dann weiß ich auch nicht weiter. Ohne Gibby gibt es keine Akali. Das ist Fakt. Jeder wollte so sein wie er, aber wir wussten alle, wir sind eher so wie Josh. Das ist die schlimmste Nachbarin, die es je gegeben hat. Ich hatte auch mal so eine und es war echt nicht schön. Was Nachbarn so ausmachen, ne? Aber hier kommen wir zu dem nettesten Nachbarn, den es je gegeben hat. Keine Ahnung, was Timmys Dad gegen ihn hat.
Jeder wollte damals so einen verrückten, sympathischen großen Bruder wie Spencer haben, selbst wenn man selber der große Bruder war, gibt es zu. Jeder wollte damals, als er Phineas und Ferb gesehen hat und Perry darin vorkam, selbst ein Schnabeltier besitzen. Wegen Dauber wurde ich selbst als Kind so oft heiser, weil ich ja schon damals nicht verstanden hatte, wie sie die Brücke hinter ihr nicht sehen konnte. Also ohne Witz, wenn er nicht der verschollene Sohn von Domenschmitz ist, dann stimmt irgendwas nicht. Das war eh nur der Simp von Stefanie, Alter. Anfangs fand ich ihn wirklich super sympathisch, aber irgendwann dachte ich mir so, nee. Geh mal weg mit deiner Moralkeule in Bezug auf Sport und gesunde Ernährung. So oft wie er es erwähnte, so viel redet nicht mal die militante Veganerin über den Veganismus. Dieser Mann ist für eine gesamte Bastelgeneration verantwortlich. Und zudem für den immer noch nicht in irgendwelchen Bastelgeschäft habenden weißen Bastelkleber. Keiner hatte den Junge. Okay, ich dachte Angela Anaconda wäre schlimm. Alter, diese nervige Petze, die wirklich jeden aggressiv gemacht hat. Boah, nee. Ohne Witz, sobald ein Schüler auch nur falsch atmet, rennt er sofort zu seiner Gilf und petzt es. Der Junge war so, oh, der war so schlimm. Der war auch schlimm, aber er war wenigstens cool schlimm. Versteht ihr, was ich meine? Das war so dieser asoziale, krankkrasse Dude, der echt heavy war. Ich feier ihn. Keine Ahnung, welchen Frisur er hatte, aber ja, ne? Er hatte zwar das schlauste Hirn, was es gibt, aber er hat auch zudem den schlechtesten Frisur, den es gibt. Ja, SpongeBob. Wie erwähnt, SpongeBob hat mich wie Pokémon und Ash nicht nur als Serie, sondern auch als Mensch unfassbar geprägt. Ich habe so vieles durch und von SpongeBob gelernt. Er hat mich in eine Welt gebracht, in der ich ich sein konnte und auch mal abschalten konnte. Und das werde ich niemals vergessen. Haha, oh Junge! Mickey ist einfach nice. Kim Possible war schon sehr cool. Und ich sag's immer wieder, man hat die Serie nur geschaut, weil man Crush auf sie oder Shigo hatte. Seit wann heißt Timmy Turner? Timmy Tiberius Turner II. Ihr denkt vielleicht, ich verarsche euch, aber nein, der heißt wirklich so. Und by the way, mit 10 helfen der Elfen? Kein Wunder, dass er sich nur Bullshit gewünscht hat. Agumon ist das bessere Glumanda. Das ist Fakt. Und das sage ich als primärer Pokémon-Fan. Der Mann baut gerne Maschinen mit Inato am Ende und erkennt Perry das Schnabbetier ohne seinen Hut nicht. Ja, lieben wir. Ja, Freunde, das waren jetzt 50 Charaktere in keine Ahnung wie vielen Minuten. Soll ich das Ganze nochmal machen? Habe ich irgendwen vergessen? Schreibt's mir gerne unten rein. Ansonsten abonniert gerne den Kanal für weiteren Cartoon-Content. Und wir sehen uns dann beim nächsten Video wieder. Haut rein und ciao.